Es läuft. Schon wieder ein Gebiet frei. Düpp, 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 düpp. Motorradkiste, Radio. Sehr schön. So, das war ja noch das einfachste Gebiet. Ne, wenn ich Signal das erhalten. Wir sind jetzt mit dem KVA-Netzwerk in der Zone verbunden. Gute Arbeit, Brady. Aber da fleißig geschossen. Ist das eine Basis? Das ist eine Basis. Warte mal. Da mache ich doch gleich mal mit. Einmal hier. Fury Alpha, hört ihr mich? Verstehe. Die Nox haben rund um die Indie Hall Duster platziert. Das könnte noch ein ziemliches Problem werden. Da mache ich doch mal Problem. Mit. Der Plan ist, unseren neu erworbenen Goliath einzusetzen, um uns um diese Dinger zu kümmern. Das Wie sollte irgendwie? Eine Mörder-Show werden. Kriege ich das irgendwie offen, ihre Dinge? Zivilisten sind unter keinen Umständen in der roten Zone erlaubt. Ich probiere mal mein Glück, irgendwie da reinzukommen. Warte mal. Wieso funktioniert denn das nicht? Ah, jetzt. War das so eine gute Idee? Hallo, meine Freunde. Hallo, Freunde. Ich bin Peter Maffay. Aua, lass das. Guck mal hier. Kann ich mit dem Ding nicht einfach rumfahren? Das wäre so cool. Boah, ich sehe gar nichts hier. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Problem ist, ich habe Angst, dass ich sofort... Ach da, guck mal. Boah, was eine geile Präzision mit dem Ding. Ist ja Hammer, mit dem neuen Visier. Ist ja geil. Hallo, oh, Alter. Uha. Da laufe ich einfach mal dem Dings entgegen. Uha, lass mich, aua, lass das. Alter, da fehlt ihm. Alter, was? Okay, das war keine gute Idee. Wieso wackelt das hier? Wieso wackelt das gerade hier so komisch? Hallo? Nimm das Rädchen und dreh es. Und dreh es. Das gibt's doch nicht. Alter, was? Ach komm. Immer so kurz vor knapp. Das ist doch so ein Witz. Alter, das gibt's nicht. Das probieren wir nochmal. So, es ist Nacht geworden. Macht natürlich mehr Spaß. Ich werde den Nox nie verzeihen. Ja. Ich muss mal eben wieder zur Basis. Ich möchte gerne die Basis infiltrieren. Na, wieso? Achso. Ich würde gerne... Da bin ich auch gerade etwas zu ungeduldig, um hier die Basis einzunehmen. Aber ja, ich probiere das jetzt nochmal. Der hat mich nicht gesehen. Gott sei Dank. Aber da war... Hä? Ach, der ist oben. Ich versuche... Ja. Ich versuche mal nach oben zu kommen. Ungesehen, aber das war klar, dass es nicht funktioniert. Mal heilen. Und jetzt probiere ich das Ganze nochmal neu aus. Schaffe ich das mit dem Rädchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich werde ich das nicht schaffen. Ich weiß es jetzt schon, genau. Komm. Nein, das schaffe ich nicht. Weil mir irgendeiner dazwischen funkt wie der. Schaffe ich das jetzt vielleicht? Komm. Das muss doch klappen. War ein bisschen schwieriger, aber dafür ein großes Gebiet befreit. Sehr schön. Ich brauche Lebensenergie. Ah, habe ich gekriegt. Okay. Wo bin ich jetzt? Gute Arbeit beim Erobern dieses Stützpunktes. Ich schicke unsere Leute zur Verstärkung und Sicherung des Standorts. Gerne doch. So, Gesundheitskit kriegen wir hier. Brauchen wir auch nicht kaufen, dann großartig. Hier liegen, glaube ich, noch Batterien. Das ist eine Batterie, Alter.
Hast du gerade mal die Batterie gesehen, wie riesig die war? Für die Alpha an alle Teams. So ein großes Ding. Die Munition und Vorräte besorgen. Wir müssen bei vollen Kräften sein, wenn wir das durchziehen wollen. Alles klar, verstanden. Wir haben aber irgendwie... Hä? Haben wir trotzdem keine Batterie? Ich verstehe es nicht. Naja. Wo ist denn... Ah, hier. Gesundheit, 7. Wo ist denn hier diese Kiste zum Auffüllen? Der Schrank, also der Munition. Ach, hier. Such den immer verzweifelt. Warte mal, können wir irgendwas verkaufen? Wieso haben wir keine Wertsachen, die wir verkaufen können? Ich verstehe es nicht. Waffen, Equipment, das haben wir alles. Aufsätze, ja, Kleidung. Taktische Weste. Verringert den Gesamtschaden um 25%. Das will ich haben, Alter, 5000. Das will ich haben. Die Weste will ich unbedingt haben. Weil damit halten wir wahrscheinlich dann mehr aus. Wesentlich mehr wahrscheinlich. Gesundheit voll, Munition voll. Ich bin voll. Was ist das hier? Da war die Batterie. Hast du gesehen? Eine Batterie. Im Übrigen, für so eine Granate hier. Oder für so einen Sprengstoff. Ich frage mich, wie die da drin verbaut ist. Ah ja, es ist... Man soll keine Ansprüche stellen. So. Wandern wir aber direkt mal weiter zum nächsten Stützpunkt. Erinnert auch ein bisschen an Metro gerade, ne? So ein bisschen so Last of Us Metro. So mit diesen Dienstwaggons jetzt hier und diesen Feinstaub-Dingern. Da ist schon die nächste Base. Der Widerstand hat in Elliot Logistics früher einen Horchposten. Geh dort hinein und sieh nach, ob du etwas Nützliches finden kannst. Ja, die Nords können nicht alles gefunden haben. Machen wir natürlich. Oh, da ist jemand. Kann ich bei dem eigentlich, bei dem Gewehr hier, wenn wir was ausprobieren, kann ich bei dem eigentlich auch einen Schalldämpfer drauf machen? Ne, anscheinend nicht. Aber Schalldämpfer funktioniert irgendwie nicht immer, weil die immer schreien und dann werden die trotzdem irgendwie gerufen und ich habe keine Ahnung, ich muss... Komme ich ungesehen darüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss auf die obere Etage. Was ist das denn? Vollidiot. Komme ich da irgendwie... Alter, Was? Was? Ich kam noch nicht mal zum Schießen. Ihr wollt mich doch verarschen, Alter, du scheiß Kack-Arschloch-Spiel. Ganz ehrlich. Alter, was ist das? Ein Schuss und wir ballern ganzes Magazin auf eine Person. Das ist so ein Witz, liebe Entwickler. Ganz ehrlich, so macht das keinen Spaß. Weil, ich muss ein ganzes Magazin draufballern und die schießen einmal. Das war ein Schuss, man hat sogar gehört. Und man ist sofort tot, das ist so witzlos. Weißt du, wenn, dann sollte es schon vielleicht ein bisschen ausgeglichen sein. Klar, ein bisschen Herausforderung, ne, mag ja gut sein. Aber, ey, dass du mit einem Schuss sofort down bist und du musst fast ein ganzes Magazin auf die ballern, ist ein bisschen lächerlich. Das ist so, keine Ahnung. Ja, ciao. Ich muss nach oben, ne? Ich hoffe, ich komme nach oben. Ungesehen. Hier muss ich irgendwas machen. Ich muss hier rein, aber die Tür ist zu, weil ich ein Schloss knacken muss. Von, wahrscheinlich von der anderen Seite oder so. Oh Gott. Oder von oben vielleicht? Vielleicht von oben? Ja, von hier. Geil. Juhu. Was muss ich denn... Ich bin... 1 von 4 Dokumenten? Willst du mich veräppeln? Was soll ich denn... Hä? Warte mal, ich kann das auch so machen, ne? Speeder. Keine Munition verbrauchen. Was, ich soll 4 Dokumente sammeln? Alter, komm. Nicht euer Ernst, oder? Ernsthaft? Hier sollen 4 Dokumente versteckt sein? Nee, oder? In dem Gebiet hier? Das kann ja überall sein.
Von hier habe ich auch keine Lust gesehen zu werden, um wieder instant erschossen zu werden. Natürlich. Ach komm. Wer sucht, der findet, ne? Weißt du das nicht so schön? Also Sachen sind auf jeden Fall im Gebäude. Das ist gut. Das macht Freude, denn die Sachen sind im Gebäude. So, das reimt sich sogar. Hallo Jungs. Da unten vielleicht? Nein. Da, ach, da. Alter. Hier. Lächerlich. 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 Ich becher mich weg. Barkeeper. Fällt mir nichts mehr zu ein, ganz ehrlich. Fällt mir nichts mehr zu ein. Fällt mir nichts zu ein. Ganz ehrlich. Nein, fällt mir nichts zu ein. Aber 2 von 4 Dokumente haben wir. Wie gut, dass das Spiel speichert an diesen Stellen. Da hat das Entwicklerteam doch ein Nachsehen mit mir. Aber ey, ganz ehrlich, jetzt musst du da 4 dämliche Dokumente sammeln. La la la. Und es wird nebelig. Nebelig. Es ist ganz schön nebelig. So, da wären wir schon. Hallo Jungs. Ciao Jungs. So. Halt den Bubble. Wie konnten die anderen das jetzt mitkriegen? Hat der sofort gemeldet? Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. So, wo sind... Ah, hier. So. Wo ist das andere Dokument? Ist das hier irgendwo? Hier ist ein Radio. Aua. Alter, was? Muss auf jeden Fall eine Leiche irgendwo liegen. Die haben wir schon, ne? Oder? Ne, da, guck mal. Sichere das Gebiet. Ach, und mit den Dokumenten kann ich jetzt den ominösen Koffer öffnen und habe das Gebiet gesichert. Ja, die... Ah, der Aufklärungsaußenposten. Natürlich. Klar. Ich sammle 4 Dokumente, mache einen Koffer auf und damit ist das Gebiet gesichert. Yeah, auf jeden Fall. Es gab dort, selbst nachdem die KVA alles gesäubert hat, noch jede Menge Geheiminformationen. Ja, ja, ja. Ich schicke ein paar Leute hinüber, um alles einzusammeln. Gute Arbeit, Brady. Ja, danke. Habe ich auch wieder gern gemacht. Die anderen machen ja sonst gar nichts hier. Ich bin ja der Einzige, der hier aufräumt. So, warte mal, ich guck mal eben schnell auf die Karte. Gucken wir mal, das war eben da. Sendeempfänger. Okay, dann kriegen wir wieder wahrscheinlich Gebiete frei, wo wieder was ist. Wie viel haben wir denn noch an Radios und so zu sammeln? 0 von 15. Wir haben nicht ein Radio gefunden. Alter. Aber das Gute ist, wir können hier mit dem Motorrad langfahren. Wir haben wieder Motorrad. Das heißt, wir können vielleicht später ein paar Radios oder so wieder zwischendurch sammeln. Ich meine, die gehen ja eigentlich relativ zügig, ne? Die sind ja jetzt nicht so schwer. Hier waren, glaube ich, auch Radios irgendwo in der Nähe. Oder? Die habe ich doch gerade gesehen. Da ist zum Beispiel eins. Ist sogar hier unten. Wahrscheinlich hier im Van, ne? Ja, komm an. Da ist schon eins. Und hier war, glaube ich, irgendwo eins. Oder? War doch, laut Karte war doch hier in der Nähe eins gewesen, oder? Ah, links von mir. Das müsste da sein. Hier müsste ein Radio sein irgendwo. Das ist bestimmt oben. Ja. Wahrscheinlich hier. Noch ein höher. Wo haben wir's? Das müsste hier stehen. Da ist es. Guck mal, haben wir die ersten Radios schon... Haben wir die ersten Radios schon fertig? Komm, das können wir machen. Können wir auf dem Weg jetzt hier die 3 Radios mitnehmen? Und dann wandern wir so langsam zum Sendeempfänger. Das ist jetzt ja. Das liegt ja auf dem Weg. Und das ist ja jetzt nicht so. Aha, das ist nicht so schwer. Ah ja, die Basis gehört ja uns. Ich habe schon gedacht, wir laufen da. Aber die haben wir schon würdevoll eingenommen. Sehr schön. Aber wie gesagt, nochmal zum Spiel zu kommen. Es ist. Grafisch ist echt schön. Es ist echt hübsch. Ja, es hat so. Ich brauche hier dringend jemanden. Brady, das ist die Stelle. Schalte diese beschissenen, feigen Scharfschützen aus. Aber pass auf dich auf.
Es sind so... Das Spiel hat Bugs, ja, aber es ist echt ein Spiel, es macht Spaß. So, eins. Wo sind die anderen zwei? Das Ganze muss ja hier innerhalb von einer kurzen Zeit erledigt werden. Scheiße, den sehe ich nicht. Fuck. Hallo, zeig dich. Da ist er. Bleib stehen, Alter. Das gibt's nicht. Verdammt! Sie haben gerade einen von uns erwischt. Wer auch immer in der Nähe ist, Beeilung! Ja, ich beeile mich ja schon. Wenn die mal anders hocken würden, würde ich sie schneller treffen. Yeah, Brady! Du hast alle erwischt! Sehr schön. Wo wollte ich denn jetzt... Hier ist ein Radio. Ist ja praktisch. Wenn ich schon hier bin, nehmen wir das doch mit. Das muss oben sein. Gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Vielleicht hier ein Treppenhaus? Im Treppenhaus sieht mein Schlüpper aus. Im Treppenhaus sieht mein Schlüpper aus. Alter, das ist eine Bowlingbahn. Wie geil. Können wir mal eine Runde bowlen? Oh. Ich wollte nur mal gucken. Kann ich da auch looten? Ah, Tatsache. Goldmedaillon gefunden. Ah, ja. Geil, Bowlingbahn. Disco Bowling, Disco Bowling, Disco Bowling, Disco Bowling, Disco Bowling, Disco Bowling. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. So, wie komme ich denn jetzt hier in die obere Etage? Freunde. Ah, wahrscheinlich hier. Und es wird, glaube ich, wieder Tag. Freunde, wir sind auf der Bowlingbahn. Das Radio steht hier oben. Wie praktisch. Ist denn unser Wichtpunkt das weg, ne? Unser... Ach, das war sogar das Radio, wo wir den Wichtpunkt gesetzt hatten, glaube ich. Und wieso ist hier eine grüne Kiste? Huch. Nein! Scheiße. Was ist denn diese grüne Kiste hier? Was bedeutet denn das? Hat das irgendwas zu bedeuten hier? Aha. Weil die grün ist und nicht weiß, so wie die anderen, wundert mich das jetzt ein bisschen auf der Karte. Aber gut. So, dann geht's jetzt weiter zum nächsten Radio. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Hm. Das ist bestimmt hier drin, ne, oder? Unten ist das. Ganz sicher? Ganz sicher, dass es unten ist. Wie komme ich da hin? Anscheinend soll es hier sein. Wahrscheinlich da ist ein Spalt. Er hat Spalt gesagt. Wahrscheinlich da oben, obwohl es unten angezeigt wird. Komme ich da irgendwie rein? Hallo, Freunde, ich will da rein. Komme ich denn... Oh Mist, da sind schon welche. Ja. Hä? Warte, ich versuche mal von oben reinzukommen. Vielleicht kann man sich da einfach nur runterfallen lassen oder so. Oder tralala. Das Radio soll unten sein. Ja, da bin ich immer gespannt. Eins, zwei... Und drei und vier. Hier und 5 und hier ist ein Sessel. Hier soll also das Radio... Ach, hier! Ja, ist ja nicht so schwer, wie gesagt. Das geht ja eigentlich. Wie komme ich jetzt hier... Achso. Ja, manchmal ist es ein bisschen kniffliger. Manchmal muss man ein bisschen gucken, wo die Radios sind. Das ist aber jetzt nicht allzu schwer. Aber... Man kann sich ja ein bisschen selbst behelfen, wenn man ein bisschen guckt. Habe ich da jetzt die Kiste hin? Ah, okay. Der Fernseher leuchtet blau, weil es blaues Licht ist. Der Witz wird auch niemals alt irgendwie. Das ist so. Aber dass dieser Stadtteil hier so vergiftet ist, ist schon sehr merkwürdig. Dass die anderen Stadtteile irgendwie, weil die grenzen doch wahrscheinlich an, oder? Oder sind die vom Wasser getrennt? Weil, wenn die nicht vom Wasser getrennt sind, frage ich mich, warum das Gift nur auf der Seite des Stadtteils ist. Deswegen ist mir ein Rätsel.
Aliot. Aliot. Aliot, Aliot, Aliot. Oh mein Gott. So, hier ist das Radio. Oben oder unten. Oder hier. Wahrscheinlich unter mir. Ja, unter mir. War so klar. Sieht aus wie der Battlefield-Karte hier. Hallo, mein Freund. Ist ja ein reines Paradies hier. Ich werde bekloppt. Alter Schwede. Da werden wir mal ein bisschen was sammeln. Wenn wir schon einmal dabei sind, da kann ich nämlich wieder Sprengstoff bauen. So. Und hier so ein voll geil. Voll geilo. Können wir nämlich noch mal ein bisschen was mitnehmen hier, was wir brauchen. Weil dann haben wir nämlich alles. Munition haben wir alles. Das haben wir auch. Ich klicke einfach mal willkürlich einfach mal drüber, um zu gucken. Und das Radio nehmen wir auch mit. Ich finde das einfach verblüffend, dass es den Leuten nichts ausmacht, unter ständiger Überwachung zu leben. Nichts ausmacht vor allem. Die einen auf Schritt und Tritt verfolgen. Ja, das ist uncool. Das braucht kein Mensch. Und unbarmherzige Stichproben der Nox. Was für ein Leben. Das braucht kein Mensch. Ständig überwacht zu werden, obwohl wir es ja heute schon fast sind, überwacht mit unseren Handys, was wir selber gar nicht wissen, denn wie schön, dass man immer zum Beispiel von Google Freunde immer schöne Werbung eingeblendet bekommt, was man vielleicht irgendwo mal bei Amazon oder so gesucht hat und man überall seinen Standort postet, vielleicht bei Facebook und tralala und man, oh, hier ist ein Radio oben über uns. Tauchte gerade auf der Karte auf. Ist ja interessant. Mein Standort postet und trotzdem ist man ja da schon so ein bisschen in kleinen Form überwacht. Weil man ja mitteilt den Leuten, hey, ich bin hier. So. Hier sind gerade sehr starke Framerate-Einbrüche. Alter, ist das am Ruckeln. Ich weiß nicht, man sieht's, glaube ich. Gerade sehr, sehr am Ruckeln. Dies ist ein Sperrgebiet. Aha. Das Personal wird als mögliche Terrorbedrohung eingestuft. Terrorbedrohung eingestuft. Gehen Sie sofort zur nächsten Friedenswächterpatrouille. Heben Sie die Hände über Ihren Kopf. Verschränken Sie Ihre Hände. Ja, mache ich gleich. Knien Sie sich auf den Boden. Ah, ja. Hallo, mein Freund. Ach, da stehen zwei. Ich muss hier rein, so wie das aussieht. Ich glaube, ich muss da rein. Komm ich irgendwie an den vorbei. Wieso leuchtet denn das schon rot? Ich bin doch noch gar nicht gesehen worden. In deiner Nähe gibt es ein zerstörtes Lagerhaus, den die KVA in die Funkstation eingerichtet hat. Sie zu erobern würde uns beim Kampf gegen die Norks in der Zone helfen. Sieh nach, was du tun kannst. Ja. Dürfte normalerweise nicht keiner gemerkt haben. Der hat nicht ein Wort gesagt. Der hat nicht ein Wort gehabt, der gesagt. Dürfte keiner bemerkt haben. Probieren wir mal was. Irgendwie müssen wir da raufkommen. Ich frage mich nur, wie.